Und jetzt sind wir bei Sue Kramer. Guten Tag. Sue hat vor langer Zeit angefangen mit Hair, einem Musical. Was machst du eigentlich jetzt? Du, ich würde sehr gerne wieder ein Musical spielen, aber ich glaube, im Moment ist es sehr schwierig in Deutschland. Die Szene ist ein bisschen schwach mit Musicals in Deutschland. Ne? Ja. Was macht man, wenn man ein Musical gemacht hat, das Schlager macht, wenn man eigentlich so ein bisschen Bühnenshow mit einbauen würde? Das kann man hier gar nicht so sehr auslehnen wie bei einem Musical, bei einer richtigen Bühnenshow. Was macht man da? Du, ich glaube, man sollte nicht aufhören zu lernen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, nach Amerika zu gehen, und zwar im Herbst. Einmal, um Steppunterricht zu nehmen und dann eine Informationsreise zu machen und um auch einige Kollegen von mir, die heute Abend hier mitwirken, vielleicht einmal wiederzusehen. Es kommen ja einige von drüben. Ja. Kann man eigentlich in Deutschland nicht steppen lernen? Ist das nur in Amerika möglich? Nein, das ist nicht nur in Amerika möglich, aber ich glaube, dass dort eine härtere Schule ist. Deshalb reizt es mich, es dort zu lernen. Ich hoffe, es ist nicht zu hart für dich. Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Abends in einer großen Stadt ist ein Titel von und mit Sue Kramer. Menschen am Abend. Ich denk an das, was war, und liege lange wach. Manchmal geh ich durch die Straßen und sehe immer wieder Grasen. Dann kriegt die Stadt ein anderes Gesicht. Menschen am Abend. Menschen am Arsch.